So, und dann sage ich mal herzlich willkommen zum Rennen 1 nach dem Qualifikationsrennen auf Alsace-Dorf, eine Rookie-Life-Race-Lobby, wo wir einfach mal gesagt haben, Leute, traut euch, kommt rein, egal wie, fahrt einfach fair. Hier haben wir auch natürlich ein paar Stammfahrer. Nico hat das erste Rennen gewonnen, Mr. RS war zweite, Germax dritte, so geht auch die Startaufstellung nach hinten, wie der Rennausgang vorher war, und das sorgt dafür, dass natürlich immer von Rennen zu Rennen das spannender wird. Wir haben von 5 auf 8 Runden erhöht, sodass wir so langsam jetzt die Lobbybedingungen haben. Rennen immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Und here we go. Nico kann ja auch vom Start weg hier ein bisschen weg, aber er fährt auch eine andere Linie. Ah ne, fahren die gleichen. Und Mr. RS ist also auch schon im Windschatten dran. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er auf Nico Druck machen kann. Und ob er ihn ein bisschen, ja, vor sich her schiebt. Ja, wir merken, die Lobby backt ein bisschen. Also hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich ein Online-Spiel und jeder Spieler sieht vielleicht das Auto einen Millimeter weiter woanders. Aber das sieht schon richtig gut aus. Also Nico kann sich jetzt nicht absetzen. Wir warten hier aber mal kurz. Es gibt auch noch keinen Angriff, vielleicht auf der Kurve. Nein, also, da können wir auch mal direkt durchschauen. Max hat auch... Oh, kommt weit raus, Max kommt weit raus. Fast Bob profitiert und dann wird auch von hinten vielleicht Lobo jetzt noch was machen können. Denn Max hat natürlich dreckige Reifen. Da ist der Grip nicht gut, aber Lobo muss außen um die... Ah, oh, das kann natürlich nicht ganz reichen. Kriegt aber die Kurve vielleicht jetzt besser. Ja, wollte natürlich weiß, die Reifen sind dreckig und hat aber auch Olli hinten dran. Also er muss eigentlich nach vorne gehen. Mann, fährt der Junge weit außen. Wahnsinn, so kann Olli jetzt innen rum, aber muss Lobo auch noch ein bisschen Platz lassen, ein bisschen anlehnen. Das war alles okay. Und Lobo hat es aber richtig. Oh, gelbe Flaggen, Überholverbot. Da muss man dran denken, da muss vorne was passiert sein. Nico hat es rausgedreht und ist länger gestanden. Wahnsinn. Und steht jetzt bei Olli. Ich habe natürlich nicht gesehen, ob er Schwierigkeiten hatte mit Mr. RS. Ob da was vorgefallen ist, das wird Nico dann nachher im Chat schreiben. Hat aber ordentlichen Speed gegangen. Also der wird jetzt hier auf die Vorderen. Und Lobo, ja, hat jetzt geschoben. Aber keine Absicht. Man hat gesehen, er ging direkt vom Gas. Sowas passiert. Im Windschatten ist der Bremspunkt anders. Es kann aber auch sein, der Kollege vorne hat ein bisschen Ticken früher gebremst und jetzt zieht sich nach hinten. Also hier auch an alle, wo zuhören, wenn es mal passiert und du weißt, du hast einen Fehler gemacht, beziehungsweise es lief was dumm, bitte trotzdem einfach weiterfahren. Auch das Feld dahinter kommt durcheinander. Auch ihr könnt es nachher ganz fair untereinander im Chat regeln. Und ja, jetzt greift Olli nochmal von innen an. Muss ich wieder ein bisschen anlehnen, weil er auch weit rausgetragen wird. Und Nico, Wahnsinn, Nico schiebt sich jetzt neben Lobo. Und Nico, weiß ich, der ist natürlich heiß auf die Jungs von Nightwolf, weil Nightwolf auch in der letzten Live-Race-Lobby letzten Donnerstag gut vertreten waren. Und, oh, jetzt kommt aber Nico weit raus. Da hat es gebackt, da hat er jetzt ein Lobo eine auch verwischt und das hat mit Sicherheit gebackt. Du hast gesehen, wie das jetzt hier gedatscht hat. Also Lobo, wenn du hörst, ihr backt es tatsächlich ein bisschen, dass es mischt. Wir müssen immer gucken, dass wir einen zweiten Lobbyleiter haben, über den die Lobbyhost dann nachher läuft. Aber es geht halt leider nicht immer. Also Lobo kann jetzt an Moritz wieder vorbei. Da ist jetzt schon richtig viel Sache am Gehen. Und Nico ist aber auch schon an Olli vorbei. Wir gucken auch mal auf die Reifen dann nachher. Pat hat aber auch eine geile Lackierung auf Renault unterwegs. Ganz ungewöhnlich. Und schau mal, Fast Bob ist auch inzwischen an Mr. RS vorbei. Was ist da los? Also, Fast Bob geht hier richtigen Speed. Konnte natürlich profitieren ein bisschen, weil bei Nico irgendwas vorne passiert ist. Was haben wir leider nicht gesehen, weil davon sind wir nicht ausgegangen. Und jetzt gucken wir mal, was er für eine Zeit hat. Eine 1,58. Mr. RS 1,46. Das ist verrückt. Doch jetzt zeigt sie richtige Zeit an. 1,44,7. Schnellste Runde Fast Bob. Also Fast Bob, du machst deinen Namen fast. Richtig Ehre. Dann Mr. X 1,48. Max eine 1,45. Also die Zeiten sind hier schon extrem. Auch Pat eine 1,45. Olli 1,48. War aber auch im Getümmel drin. Nico 1,48 hat natürlich da ein bisschen bei dem einen Fehler dann vermutlich verloren. Und Lobo hatte ja die Schwierigkeiten. Aber er muss aber auch hier mit dem Reifen kämpfen. Und Lobo, wissen wir klar, er und seine Teamkollegen fahren immer mit Bob. Und jetzt fährt er hier ohne Bob. Und eine ganz andere Strecke.
Also, dann Moritz auch 1,48, 1,49 Zeiten, 1,51. Martin 1,51, 1,51, 1,55, dann 1,52, 1,58. Also hier braucht sich keiner verstecken. Mich wundert's, warum dann immer viele schreiben, ich traue mich nicht mitfahren oder ich möchte nicht mitfahren. Das sieht zu schnell aus, das schaffe ich nicht. Das sind Zeiten, wo ihr jetzt hier geht, unglaublich. Weil, überlegt mal, ohne Bob erstmal einfahren auf die Strecke und die Jungs, wo hier vorne schon fahren, also Wahnsinn. Bei Mister weiß ich, er hat gestern getestet mit Chick. Muss auch ein Kollege, also ein Bekannter sein von Chick und hat auch so auf die Live Race Lobby gefunden. Und Fast Bob zieht hier auch vorne weg. Oh, jetzt fällt mir was ein. Ja, ich habe als Lobbyleiter vergessen, den Sprit hochzudrehen. Deswegen geht Fast Bob jetzt an die Box. Mister RS geht auch an die Box. Da gehen jetzt wahrscheinlich alle an die Box. Schön sieht man auch den Reifenwechsel. Pat geht an die Box, da werden jetzt alle in die Box. Olli zieht noch durch, Olli zieht noch durch. Dann musst du jetzt aber hier nicht gedrosselt haben und kommt weit raus. Jetzt verliert er natürlich die Zeit, wo er hätte sollen rausholen. Und Fast Bob aus der Box schon wieder draußen. Wahnsinn. Also das war auch schnell. Denkt dran an mich, schreibt noch einen Chat bitte rein. Jackie, denk an den Sprit. Schreib rein, Jackie, denk an den Sprit, das würde mich freuen. Dann denke ich dann nachher dran, ich muss die Spritmenge am Anfang erhöhen. Da habe ich gepennt vor lauter. Also Lobo jetzt Platz 2, aber da blinkt es jetzt auch an der Uhr. Fast Bob, dann Nightwolf, hat auch einen Twitch-Kanal. Also schaut auch mal den Jungs von Nightwolf dabei, die übertragen öfters Meisterschaften. Herzlich willkommen, Blue Bogona. Freut mich, dass du wieder da bist. Sehr schön. Ah, aber es ist Wahnsinn, wie vom Lobos Heck hinten weggeht. Also das Auto ist echt extrem schwer zu fahren anscheinend, also auch vom Setup her. Das scheint richtig interessant zu sein. Und jetzt hat Olli im Windschatten den Grip verloren. Und Moritz, ich habe nicht gesehen, ob es jetzt eine Berührung gab. Wo sehen wir eigentlich Nico? Der hängt jetzt hier an Danic fest, der noch nicht an der Box war. Und das ist klar, mit dem Boxenstopp hängt man jetzt mit drin. Und Danic hat natürlich das Recht, seine Position zu verteidigen. Aber Nico geht da außenrum vorbei, außenrum und Pat innen. Also Wahnsinn, ganz toll. Und das hat auch Danic richtig gut gemacht, dass er hier nicht irgendwie die Tür, und er musste rechts und links gucken, und jetzt Pat ein bisschen mit dem Heck. Und das ist genau das, du musst anbremsen teilweise in der Kurve. Da Björn Reinhardt, moin. Chuck Hatzchen schreibt 7-Up. Schreibt noch bitte in den Chat rein, für mich als Erinnerung, Jackie, denk an den Tank. Und hier gucken wir schnell noch auf Schmugger. Vielen Dank an Blue Pogona, der hat die Two-Face-Lackierung gemacht. Hier einmal YouTube auf einer Seite, auf der anderen die Facebook-Seite von Cryings. Vielen Dank. Und der Lack sieht richtig gut aus, also auch im Rennen. Vielen, vielen Dank. Und Schmogow, dir vielen Dank, dass du diesen Lack fährst. Weil im Endeffekt unterstützt er ja nicht nur die Idee, nicht nur die Seite, sondern auch euch selber als Fahrer, weil ihr kriegt, ich sag mal, Frischfleisch rein, je mehr Fahrer darauf aufmerksam werden. Entweder sind es, jetzt hätte ich Opfer, sage ich jetzt nicht, aber auch wieder neue Herausforderungen. Und die Zuschauer kriegen natürlich auch mit, wir wollen ja auch Zuschauer ansprechen, die vielleicht nichts mit Gran Turismo zu tun hat. Wir wollen auch Zuschauer ansprechen, die vielleicht gar nichts mit Gaming zu tun hat, weil was die Jungs hier leisten, das soll die Welt sehen. Das ist doch unglaublich. Vor allem Fast Bob 1,43,5. Das kann doch nicht stimmen. Das war jetzt auch, glaube ich, mit der Boxenausfahrt dann nachher. Aber der legt hier einen Speed hin. Wahnsinn. Mr. RS auch 1,45er Zeiten. Also auch Max 1,46er. Nico kommt auch schon mit der 1,45 angebrettert. Da bin ich nachher mal im Chat gespannt, ob irgendwas passiert ist. Aber heute ist auch echt schwer zu sagen, wie gesagt, weil die Lobby auch ein bisschen buggt. Die läuft ja auch über mein Internet so gesehen. Und da geht ja auch noch ein Stream raus. Und natürlich der Download für mich hier rein. Aber Lobo führt eigentlich auch gute Zeit. Ich fahre jetzt mit dem Stopp natürlich mit drin. Und hier haben wir Olli und Pat kämpfen miteinander, fahren auch konstante Zeiten. Also da wird es auch beim nächsten Rennen wieder interessant. Aber es ist tatsächlich noch ein bisschen ein wildes Durcheinanderwürfeln. Und die Kurve hat es wirklich in sich. Jetzt hier anbremsen in der Kurve und dann hier raus beschleunigen, so gut wie möglich rauskommen, um auf der kurzen Geraden ein bisschen Speed zu haben.
Also, aber es fällt richtig auf, also Lobo fährt eigentlich sehr viel die Kurven komplett außen durch. Auch zieht auch wenig nach innen und eigentlich eine Gerade. Man sagt ja, man soll die Kurven so gerade wie möglich fahren. Hat also einen ganz anderen Fahrstil, aber den braucht er, glaube ich, auch, weil er echt extrem auf dem Heck Schwierigkeiten hat. Also das hat man öfters gesehen, dass ihm das Heck kommt, aber er, glaube ich, fährt auch ohne. Man sieht wunderschön jetzt am Turbolader und wie vorsichtig er mit dem Gas ist. Also wunderschön zuzuschauen, mal nicht Vollgas, jetzt Vollgas. Muss am Gas spielen, also er fährt auf jeden Fall ohne Traktionskontrolle. Nico, ja, der Lobby Bagda, da schiebt die Autos ein bisschen her. Das ist natürlich schade, auch gerade für die Fahrer, die das heute mal testen wollen, wie die Live-Race-Lobby ist. Das ist ein bisschen schade. Aber es gab anscheinend auch gestern von seitens PSN-Network ein bisschen Probleme. Aber Fastbob, der knallt hier 1,43,89 als Bestzeit hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist Ola Bonheur, was der da auf den Asphalt zaubert. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Mr. RS, schauen wir mal. Ja, kann die Zeit nicht ganz gehen. Aber auch hier natürlich jetzt mit den Reifen spüren die Fahrer. Und Max wird wahrscheinlich die Reifen richtig spüren. Man hört es auch schon. Er hat jetzt mit Sicherheit zwei lange Runden vor sich. Weil man sieht links unten, die Reifen werden jetzt schon, also ab Hälfte rot ist es fast unfahrbar. Er muss ein bisschen gucken, vielleicht Reifen schon zu fahren, aber das ist schlechter gesagt wie getan. Jetzt sind auch gerade sehr viele neue Zuschauer reingekommen. Herzlich willkommen. Heute läuft Live-Race-Lobby für Rookies. Wir haben eine Live-Race-Lobby gemacht, weil viele Fahrer sich nicht getraut haben, einfach mal teilzunehmen. Live-Race-Lobby bedeutet spontaner Stream. Ich bin Lobbyleiter und gucke, dass fair gefahren wird. Brechstangen nicht verboten, aber eigentlich auch nicht erwünscht. Faires Fahren, nach Rennetikette fahren, auch an Details denken, keine gelbe Flagge auslösen, also kein Handbremscheck bei Zieleinlauf. Die durchgezogene Linie an der Pull Position, an der Boxenstopp beachten. Und wir fahren ohne Bob. Dreifach Reifen und Spritverbrauch, also es ist extrem, was die Fahrer leisten müssen. Und ganz wichtig, Rennausgang dieses Rennen ist die Startaufstellung fürs nächste Rennen. So können die Fahrer in der kurzen Pause ein bisschen am Setup feilen, vielleicht sich erholen oder einfach nur fahren, um im Renntrim zu bleiben. Und das sorgt dafür, dass von Rennen zu Rennen es spannender wird. Die Zeiten, wo also die schnelleren Zeiten, wo gefahren werden, finden sich nachher wieder zusammen. Jetzt hat sich es auch auseinandergezogen. Das sieht man hier wunderschön. Patrick Prater schreibt, yeah, Markus. Also, Markus wird hier angefeuert. Björn Reinhardt schreibt, hi, Markus. Hotlap Group, hallo, Markus. Dennis Bublitsch, bin rausgeflogen. Ah, okay, schade. Jetzt guckst du mal, ob du nochmal reinkommst. Aber klar, draußen sitzen auch Leute, die datteln. Sobald ein Platz in der Lobby frei ist, kommen sie rein. Fastbob läutet die letzte Runde ein, hat 12 Sekunden Vorsprung, da dürfte jetzt nicht viel passieren und knallt wirklich Wahnsinnszeiten auf den Asphalt. Und auch Gran Turismo ist sehr realistisch, also je leerer der Tank ist, ist das Auto tatsächlich leichter, man kann ein bisschen schneller fahren. Wir gucken mal, oh, Max hat jetzt Nico hinten dran. Also hier könnte sich jetzt noch ein bisschen was anbahnen, weil Nico will natürlich eine gute Ausgangsposition fürs nächste Rennen. Hatte ja die Pole inne, aber irgendwo Pech gehabt und wissen nicht. Oh, und kommt von innen, ihm gehört jetzt auch die Kurve nicht ganz, lehnt sich ein bisschen an. Und, ah ja, der wusste ja auch, es ist eine Doppel-Links. Fahren jetzt parallel, aber da hat jetzt Max die bessere Position, um die Kurve schön zu nehmen. Wahnsinn, was jetzt da noch abgeht in letzter Runde. Ich würde eigentlich gerne auf Fastbob gehen, weil er natürlich den Zieleinlauf haben soll. Aber Nico und die Strecke als Hatschedorf ist, wenn man so eng aufeinander fährt, ein Hammerding. Auch Max muss gucken, dass er die Bremspunkte richtig macht, sonst kriegt er einen Schieber von hinten, wenn es zu früh ist. Du kannst also nicht irgendwie langsam fahren. Dann eine leichte Steilkurve, gut rauskommen auf eine schnelle Links und da Nico hängt im Windschatten drin. Max, ja, hat jetzt nicht Max zugelassen, dass er, ja, muss nach innen und jetzt anbremsen. Wer kommt jetzt hier besser raus? Nico ist schon direkt ein bisschen besser raus, aber Max kann natürlich jetzt auf die Ideallinie fahren, der macht das richtig gut, aber auch Nico passt sehr gut auf, dass es nicht zu einer Berührung kommt und Fastbob ist schon über die Linie.
Jetzt wird es hier richtig spannend. Wir wollen natürlich den Zieleinlauf schon sehen, Mr. RS. Also Gratulation an Fastbob, Mr. RS. Wir machen immer eine Lichthupe und Max schafft das mal. Ja, Lichthupe, perfekt. Und Nico hatte natürlich nicht mehr die Zeit, auf die Lichthupe zu drücken. Also klasse, Wahnsinn. Olli kommt jetzt hier auch schon rein, gibt die Lichthupe groß an die Zuschauer, an die Fans. Vielen Dank, Olli. Lobo kommt rein, auch dir, Lobo. Ruhig an der Start- und Ziellinie die Lichthupe geben. Grüßt die Fans und vielen Dank an die Fahrer, dass er bei Start und Ziel keine Handbremse zieht, dass ihr durchzieht. Vielen Dank, weil das ist wichtig. Manche sind noch in den Zweikämpfen und das war blöd, eine gelbe Flagge zu kriegen. Ja, Alex von Hotlap Crew schreibt, hallo Patrick. Also da sind schon ein paar im Chat drin. Wir gratulieren Fastbob zum Sieg. Grandiose Rundenzeiten auf den Asphalt gebrannt. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen, ja, jetzt lassen wir mal rechnen.